Hallo Freunde, Nachbarn, Landsleute, heute nehme ich euch mit, nehmen wir euch mit in die Motorworld Köln-Rheinland, denn da gibt es das ein oder andere Schnäppchen zu sehen und dreimal dürft ihr raten, ja, jede Menge tolle, geile, verrückte Autos und Micha wird mich begleiten und wir schauen uns einfach mal so ein paar geile Modelle an. Komm. Ja, wie wir sehen, gibt es hier alle möglichen Modelle. Zum Beispiel hier so ein Klassiker, wenn mich nicht alles täuscht, ist das noch ein alter F40 Ferrari. Wenn ich mich nicht täusche, also sogenannte Classic Cars sind auch dabei. Bis hin zu neueren Modellen ist alles dabei und da findet eigentlich jeder was, ob man alte Autos schön findet oder neue Autos. Doch einfach mal ein Traumauto. Was könnte das für einer sein? Der ist wahrscheinlich mal die Mille Miglia oder sonst was mitgefahren. So ein Adler. Also wusste ich gar nicht mehr, dass Autos überhaupt noch so heißen, aber man kann natürlich drauf kommen, wenn man auf die Motorhaube guckt. Aber das waren doch noch Autos mit Stil und das finde ich so schön, dass man so Klassiker sieht. Und dann geht man einen Schritt weiter und daneben sieht man dann so eine Lambo-Rennmaschine, ein Huracan. Ja, da muss man schon Rapper sein, wenn man da mitfahren will. Also, aber das ist hier ein GT-Auto, sehen wir ja. Ich würde damit aber auch fahren können. Du würdest damit fahren, auf aber guck mal, der Preis, dann überleg, ob du den mitnimmst. 89.900 ist auch Geld, ne? Also ist schon ein tolles Auto. Ja, der ist von 2008. 1800. Trophäe, ist ein der hat nur Rennwagen. 1800 Kilometer gelaufen. Kann man die Autos hier kaufen? Ich glaube teilweise ja, aber teilweise ist es so, dass hier die Autos einfach abgestellt werden. Mhm. Nämlich 24 Stunden geht das, 7 Tage die Woche. Und man kann die hier gegen Entgelt, kann man die hier parken, zur Schau stellen sozusagen. Deswegen haben die dann, auch Kennzeichen. Genau, deswegen haben die Kennzeichen alles darunter. Und dann werden die auch wieder rausgefahren. Deswegen ist das hier auch so eine Art Aufzug da. Und Rampen gibt es da und dann können die wieder rausgefahren werden und abgeholt werden jederzeit. Also dann irgendwelche Privatleute, die ihre Autos dann gerne hier parken. Oder einfach nur zur Schau stellen. Und der ist ja garantiert nur geparkt, weil wir jetzt gerade Winterzeit haben. Und der lässt sich ja auch auf der Straße fahren, im Gegensatz zu dem Rennwagen daneben. Also da haben wir wirklich mal alles auf einer Spur sozusagen. Einmal den Straßenwagen, dann den Rennwagen und daneben ein Klassiker und dann Rennwagen überhaupt. Da muss man den auch erwähnen, denn das ist hier der Benetton von 1994. Der erste Rennwagen, mit dem Michael Schumacher Formel 1 Weltmeister geworden ist. Was für ein geiles Auto. Es war der Benetton Ford. Der hatte noch einen Ford-Motor hinten drin. Der hieß B194 und der hat ja eine Riesengeschichte hinter sich. Da gab es ein paar Rennpause für den Michael auch, weil da angeblich ein Traktions Kontrolle drin war. Da gab es einmal den abgefahrenen Unterboden, da gab es Untersuchungen. Holzplatte oder so, ne? Eine Holzplatte war zu sehr abgehobelt. Da habe ich dann, glaube ich, in Spa-Francorchamps auf das Rennurteil 3 oder 4 Stunden gewartet nach dem Rennen, bis dann da was kam und da wurde dann der Michael disqualifiziert. Also war ein heißes Jahr, aber am Ende ist er dann, und das muss man sagen, immerhin noch völlig zu Recht Weltmeister geworden. Aber so ein Auto steht dann hier auch eben mal mittendrin, ne? Sein Sohn ist ihn schon gefahren, ne? Sein Sohn ist genau den zu einer Demo-Runde in Spa gefahren. Da hat er auch gesagt, er hatte einfach Gänsehaut. Allein als er das Geräusch gehört hat und dann natürlich auch, weil er wusste, welche Bedeutung das hat und dass er den Wagen ausgerechnet in Spa gefahren hat, wo für mich halt alles begonnen hat. Ja. Das war schon eine irre Geschichte. Ja, eins von vielen Schätzchen hier in der Motorworld. Ich weiß nicht, habt ihr die anderen Teile gesehen von uns? Zwei, wo wir über die Michael Schumacher Private Collection gesprochen haben. Wenn nicht, schaut es bitte an, ist hier oben verlinkt. Sehr, sehr interessant, was der Kai da so alles weiß. Ja, lieber Micha, du weißt, ich stehe ja auf Sportwagen, aber in dem habe ich auch schon mal gesessen, liebe Freunde, hier habe ich auch mal drin gesessen und zwar sind wir damit hier eingezogen zur Eröffnung eben dieser Motorworld Köln-Rheinland. Da war ich zufällig auch da und habe moderiert und wir sind damit eingefahren in den Hof sozusagen mit diesem Auto. Da kann ich nur sagen, love and peace. Ja, und dann gibt es noch einen Vorteil, wenn euch das gefällt, das ein oder andere Auto hier ist auch zu kaufen. Kein Witz, so wie zum Beispiel dieser Fiat hier, Baujahr 1973, ein irres Ding, kostet dann allerdings 39.000 Euro. Das muss man schon lieben, ja.
Hat das Ding Straßenzulassung? Das hat eine Straßenzulassung mit H-Kennzeichen dann. Okay. Und wir sehen, also das kennen die meisten von euch ja gar nicht mehr, eine normale Gangschaltung. Hier in der Mitte wird geschaltet. Ja, und das Pedal, was da ganz links ist, das werdet ihr alle gar nicht mehr kennen, das ist eine sogenannte Kupplung. Das, ich kann mich daran noch erinnern. Damit ich auch. Darauf haben wir alle Autofahren gelernt. Ja. Links wird gekuppelt, in der Mitte ist die Bremse, rechts ist das Gaspedal, hier ist die Schalter und hier ist die Handbremse. Ja. Nee, das ist nicht einfach ein Knopf, der hier irgendwo ist. Das ist es. Und das Einzige, was hier zu sehen ist, da ist kein Navi und nix. Das ist einfach nur die Geschwindigkeit. Und hier oben noch ganz mechanisch, wie viel Kilometer dieses Auto gefahren ist. Aber der Fiat ist ein italienisches Auto, aber immerhin zu Fiat gehört auch Ferrari. Also von daher sollten wir viel Respekt vor diesem Cinquecento Spezial hier haben. Ja, ihr seht, nicht nur verschiedene Cinquecento-Modelle, sondern auch mittendrin hat sich ein Lamborghini Urus, den man nie für möglich gehalten hatte, verirrt. Und das ist das Schöne, dass hier eben von den modernsten Autos bis hin zu vielen, vielen Autos mit H-Kennzeichen alles zu finden ist. Und wie gesagt, alle im privaten Besitz. Aber für die Sportfans unter euch gibt es natürlich auch noch Sportwagen Klasse C, auch schon länger her. Aber das war eigentlich so die Vorgruppe zur Formel 1 früher auch mal. Denn in dem Auto, kein Witz, haben gesessen Michael Schumacher, Karl Wendlinger und Heinz-Harald Frentzen. Alles drei danach Formel 1 Fahrer. Und das ist auch ein echter Sauber-Mercedes, so hieß der damals, also quasi auch ein Silberpfeil. Ne? Ein Sauber-Mercedes, die haben damals zusammengearbeitet in der Sportwagengruppe Klasse C. Und da haben sich, wie gesagt, Wendlinger, Frentzen und Michael Schumacher besonders hervorgetan. Aber jetzt sind wir wieder in meiner Abteilung. Ja, wie ich gesagt habe, hier ist ja für jeden was dabei. Zum einen halt der offene Cinquecento, bin ich auch schon gefahren, sehr, sehr schön. Aber auch für die, die richtig gerne Gas geben und auch vielleicht ein bisschen auffallen wollen, aber das liegt mir ja fern, wäre dann der Lambo hier angesagt. Den gibt es einmal traditionell in British Racing Green. Irgendwie passt das, finde ich, nicht. British Racing Green passt irgendwie besser zu Jaguar als zu Lamborghini, aber nur meine persönliche Meinung. Oder aber hier so ein Micha Filet Auto in Giftgrün, oder? Wieso Micha Filet? Ja, würde so passen, finde ich. Ja, ehrlich? So in Giftgrün, ne? Okay. Schön auffällig. Ich würde den auch in Pink nehmen, ganz ehrlich. Kategorie Traumautos, völlig klar. Ja, das stimmt. Hier gibt es echt alles. Und wenn ich mir den Urus da drüben angucke, dann denke ich echt, boah. Den würde ich gerne mal bewegen. Wobei, ich bin schon RS Q8 gefahren und ja, der hat mal 50 PS mehr, tun sich aber nicht viel. Gut, daneben dann Bentley ist auch eine echte Alternative, ja, ne? Das stimmt. Wenn man etwa gemütlicher haben möchte. Ja. Also wie gesagt, für jeden was dabei. Ne? Für jeden was dabei, ja. Ja, Michael, ich glaube, wir haben allen jetzt mal so ein bisschen von bis gezeigt, was es an Autos hier in der Motorworld Köln-Rheinland alles zu sehen gibt. Lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich so sehr. Wer die Zeit hat, auch wenn ihr nicht hier aus der Nähe kommt, nehmt euch die Zeit. Es gibt hier einen Kaffee, man kann hier Kaffee trinken, man kann hier was essen. Man kann hier echt, glaube ich, einen coolen halben oder einen ganzen Tag verbringen. Und es gibt so viele Geschichten. Also alles das, was der Kai mir erzählt hat, gibt es an den Autos, die oben stehen. Da gibt es immer so ein kleines iPad und da kann man es nochmal alles ablesen. Aber ich habe natürlich hier mein Leben das iPad heute gehabt und fand ich super. Ja, ich habe es teilweise auswendig gelernt. Nein, aber über all die Jahre, da bleibt dann doch so ein bisschen was hängen. Und wir machen uns jetzt auch so richtig oldschool vom Acker. Ne? Ja, subscribe, wenn ihr Lust habt und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet oder ob ihr sagt, ey, da hättet ihr noch mal mehr drauf eingehen können. Vielleicht können wir das in Zukunft dann noch mal machen. Und tschüss und denkt an eure Kommentare. Fragen werden beantwortet.